Die Rostockerinnen wirken doch jetzt sehr müde bei diesem Spiel. Bad Schwartau scheint noch auf der Höhe, auch wenn der Pass jetzt mal nichts wurde. Das sieht etwas schneller aus, dynamischer. Und der Angriff jetzt nochmal abgebrochen und neu angelaufen. Auch Rostock jetzt mit einer 5-1-Deckung, um da die Mittelspielerin aus dem Spiel zu nehmen. Der Wurf geht jetzt mal etwas arg übers Tor. Jetzt ein Einläufer auf Rostock, jetzt mal außen rausgespielt, aber in den Kreis getreten und es gibt Abwurf vom Tor vom VfL Bad Schwartau. Technischer Fehler auf Seiten von Bad Schwartau. Und das war mal schön abgeschlossen, der Sprungwurf von Tollner zum 17:8. Und ein einfacher Positionswechsel. Niese geht auf Außen und versenkt den Ball. Zum 18:8. Technischer Fehler, auch wenn das ein schöner Sprungwurf mit dem Torabschluss war, aber das Tor zählt nicht. Der lange Ball jetzt abgefangen bei den Rostockerinnen. Und jetzt ist auch der Trainer nochmal voll da, motiviert seine Mannschaft nochmal die letzten 6 Minuten hier nochmal anzuziehen und sich gut zu verkaufen. Durchgesetzt von Svenja Glas. Sie erhöht auf 19:8. Und Lisa Goldschmidt setzt sich dadurch und verkürzt auf 18:9. Jetzt auch wieder etwas mehr Lautstärke im Rostocker Team. In der Abwehr, da wird mehr gesprochen. Und Lars mit dem erneuten Wurfversuch, der geht an die Latte. Halt!
Oh, abgebrochen den Angriff. Es fehlt. Es fehlt die Zugkraft bei den Rostockern, die Gefährlichkeit. Und der Wurf von Schalock geht ins Leere. Und das war nach dem Sprungwurf von Glas hervorragend gehalten von Stefanie Bergmann. Und es war klasse gesehen von Luisa Düsing. Den Weg zum Tor gesehen in Pfosten. Drin der Ball, sie verkürzt auf 18 zu 10. Und zwar gut über die Außen gespielt. Svenja Glas zum 19 zu 10. Und das war ein guter, wieder gut gehalten von Stefanie Bergmann nach diesem Konterlauf von Patricia Reese. Und da können sich die Rostockerinnen nochmal den Ball sichern. Jetzt gibt es nochmal einen Freiwurf. Und das ist die letzte Aktion. Letzte Aktion, nochmal einen Freiwurf. Für den Rostocker HC, die Spielzeit ist abgelaufen. Der war nicht schlecht geworfen, aber gehalten von Charlene Röhr. Und so endet das Spiel. VfL Bad Schwartau, Rostocker HC mit 19 zu 10.